So, zum Abschluss möchte ich Ihnen einmal jetzt zeigen, wie man mit Hilfe unseres letzten Kapitels, also mit Hilfe der Modellierung, denn nun dieses Problem der Computertomographie, also die Erzeugung eines Bildes aus Röntgenbildern, tatsächlich lösen könnte. Ich sage Ihnen gleich, es ist nicht die Standardmethode, mit denen Tomographen wirklich die Bilder erzeugen, aber es ist durchaus ein möglicher Weg und einige Spezialtomographen arbeiten tatsächlich mit dieser Methode. Zunächst einmal, was war unsere Aufgabe? Wir haben einen Haufen von konventionellen Röntgenbildern. Wir haben schon gesagt, die werden auf so einzelne Zeilen zusammengeschrumpft. Das heißt, also ein Tomograph macht solche konventionellen Röntgenbilder allerdings nicht so hohe, sondern der misst tatsächlich nur praktisch in einer Ebene des Körpers. Stellen Sie sich vor, dass der wirklich hier bei mir ausschließlich in dieser Höhe ein Röntgenbild macht, und zwar so ein ganz dünnes, was tatsächlich nur wenige Millimeter hoch ist. Okay, wir wollen und das machen wir aus allen Richtungen, aus sehr vielen verschiedenen Richtungen. Und was wir erzeugen wollen, ist ein Bild dieser Ebene, dieser Schnittebene durch meinen Körper. Und ja, das soll aussehen wie das hier vorne, und wie wir das interpretieren müssen, das werden wir uns gleich auch nochmal nachher überlegen. Zunächst mal, was wir schon gelernt haben, die Schwärzung hier vorne im Röntgenbild, die steht im Grunde für sowas wie durchschnittliche Dämpfung auf einer Linie. Das haben wir im Modellierungsteil gesehen. Und ja, also wenn wir einführen mit μ eine Funktion vom R2 nach R, die uns für jeden Punkt aus der Ebene, in der wir messen, die Schwächung an diesem Punkt angibt, wo wir mit Schwächung meinen, wenn sie 0 ist, dann wird gar nicht geschwächt. Wenn sie sehr, sehr groß ist, dann wird auch sehr stark der Röntgenstrahl an dieser Stelle geschwächt. Dann können wir unsere Messungen, die wir mit Hilfe der Röntgenstrahlen machen, interpretieren als ein Integral über L μ von x dx. Das heißt, wir haben eine Funktion μ, die geht vom R2 nach R, mit kompaktem Träger, weil mein Körper ist tatsächlich kompakt. Und für jede Stelle in dieser Ebene, dieser Schnittebene von meinem Körper, dieser Ebene mit meinem Körper, haben wir dann die Schwächung da. Okay, diese Funktion, haben wir gerade gesagt, ist groß da, wo der Röntgenstrahl stark geschwächt wird, und die ist klein, null, da, wo praktisch keine Dämpfung stattfindet. Jetzt schauen wir uns mal so ein typisches Tomografiebild an hier vorne. Und da sehen wir, naja, das hier vorne sind entweder die Leber, auf jeden Fall sind es irgendwelche Weichteile. Wahrscheinlich ist es hier sogar die Lunge. Wahrscheinlich sind wir hier so hoch. Und ja, das bedeutet, das hier ist Luft. Und hier vorne, da sehen Sie, naja, das sind Knochen. Hier vorne ist das Rückgrat. Ja, und hier vorne sind noch diverse, da vorne sind noch diverse Knochen. Da vorne können Sie das Becken sehen, so ein bisschen weiß. Ja, und wenn wir das wieder interpretieren mit unseren Zahlen von vorhin, dann bedeutet hier, okay, schwarz bedeutet keine Dämpfung oder fast keine Dämpfung. Okay, das ist genau das, was wir hier vorne sehen. Das heißt also, hier die luftgefüllte Lunge dämpft den Röntgenstrahl praktisch überhaupt nicht. Auch außen, wenn Sie da gucken, ja, da wird überhaupt nicht gedämpft. Natürlich nicht, denn außen ist wirklich ausschließlich Luft außerhalb des Körpers. Und ja, wir sehen auch hier vorne da die Knochen, und sie sind dadurch charakterisiert, dass sie weiß sind. Und weiß stand in unserem Röntgenbild von vorhin für große Dämpfung. Okay, das heißt also erstmal, was bedeutet eigentlich so ein Computertomographiebild? Wie kann man da die Farben Schwarz und Weiß überhaupt interpretieren? Das ist genauso wie beim konventionellen Röntgen auch. Weiß steht für hohe Dämpfung, Schwarz steht für niedrige Dämpfung. Mit anderen Worten, das, was wir hier sehen, ist nichts anderes als ein Bild unserer Funktion μ. Ja, das ist unsere Schwächungsfunktion μ, die wir hier vorne sehen. Okay, gut. Das heißt also, was unsere Aufgabe in Wirklichkeit ist, ist, wir müssen versuchen, diese Funktion μ zu bestimmen. Also diese Funktion, die uns für jeden Punkt auf der Ebene angibt, wie groß da die Schwächung ist. Okay, gut. Das heißt also, Aufgabe ist klar, bestimme das μ. Was wir haben, ist Linienintegrale. Das heißt also, wir messen mit Hilfe unserer Röntgenbilder, bekommen wir Integrale über unsere Funktion, Linienintegrale über unsere Funktion.
Aufgabe klar, gegeben diese Linienintegrale, und wir nehmen einfach mal an, wir haben alle Linienintegrale gemessen, angenommen, wir kennen alle Linienintegrale einer Funktion, können wir dann daraus die Funktion berechnen. Das war das, mit dem wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wenn wir das können, dann haben wir wirklich unsere Tomografieaufgabe gelöst. Das heißt also, wir messen die Werte von den Linienintegralen und wir suchen die Funktion μ, die dazugehört. Okay, ich habe schon gesagt, der Satz von Radon, der Eindeutigkeitssatz von Radon, sagt erstmal, ja, das geht überhaupt. Also diese Funktion μ ist durch diese Linienintegrale eindeutig charakterisiert unter sehr milden Annahmen. Und er gibt auch tatsächlich einen Algorithmus an, aber dieser Algorithmus ist so, dass ich ihn jetzt hier nicht vorstellen kann, aber wir können was anderes tun. Und das andere ist viel, viel einfacher und es ist gar nicht mal so unattraktiv. Ich habe gerade schon gesagt, in einigen Tomographen wird dieser Ansatz tatsächlich verwendet. Und er klingt im Augenblick so trivial, dass man denkt, das kann doch gar nicht wahr sein. Okay, ich schiebe das Ganze hier mal ein bisschen hoch, halten Sie das Ganze im Kopf. Und ich stelle mir mal vor, was wir tatsächlich wollen. Also wir haben hier unseren Körper und der Einfachheit halber male ich unseren Körper jetzt mal nicht, meinen Körper jetzt mal nicht als Kreis, sondern eckig. Ist vielleicht gar nicht so falsch. So, das ist mein Körper. Und ich suche jetzt eine Funktion μ, sodass die Linienintegrale über diese Funktion tatsächlich mit den gemessenen Linienintegralen übereinstimmt. Das heißt also, ich habe sowas. Ich habe hier vorne eine Linie L und ich suche ein μ. Achso, und dabei und die Linie L und dabei habe ich gemessen ein Integral über diese Linie und das nenne ich jetzt hier einfach mal g. Und was ich natürlich suche, ist eine Funktion μ, sodass das Integral über μ von x dx über diese Linie ist. Also die richtige Funktion würde das hier vorne erfüllen. Und die würde das natürlich nicht nur für diese eine Linie erfüllen, sondern die würde das für alle gemessenen Linien erfüllen. Das heißt also, für jede gemessene Linie Li mit zugehörigen Daten Gi müsste gelten, dass das Integral über Li μ von x dx gleich Gi ist und das für i gleich 0 bis sowas wie Anzahl der Messungen minus 1. Okay, gut. Das Problem ist, das kann ich so natürlich nicht so ohne weiteres auf den Rechner bringen, denn diese Funktion μ, das ist halt eine Funktion. Ja? Und das wird nicht so funktionieren. Wie soll ich die Funktion auf den Rechner bringen? Jetzt könnte man eine einfache Idee haben. Und zwar, was wir am Ende wollen, ist ja gar nicht die Funktion μ, sondern was wir am Ende wollen, ist sowas wie das hier oben. Ja? Also da dieses rechte Computertomographiebild. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, denken Sie, das wäre ein Foto, was wir da vorne haben. Dann würden Sie gar nicht erwarten, dass dieses Foto eine unendlich große Auflösung hat, sondern Sie würden wahrscheinlich damit rechnen, dieses Foto hat eine spezielle, eine feste, vorgegebene Auflösung. Also so eine typische Auflösung, keine Ahnung, sondern eine typische Auflösung wäre vielleicht sowas wie 1024 mal 1024. Okay, ja, also dieses Bild besteht in Wirklichkeit aus einzelnen Bildpunkten und ist eigentlich gar keine Funktion, obwohl ich da vorne gesagt habe, ich stelle mir das erstmal als Funktion vor. Okay, was können wir denn nun tun? Also jetzt machen wir das Ganze mal sehr viel einfacher. Ich möchte nicht ein Bild von 3x3 erzeugen, sondern nehmen wir mal an, ich suche nur ein Bild in der Auflösung 1024x1024 erzeugen, sondern ich suche einfach mal nur ein Bild in der Auflösung 3x3. Okay, erstmal, das ist mein Körper. Ich möchte ein Bild meines Körpers erzeugen und zwar mit einer sehr geringen Auflösung zunächst mal, um das Ganze klar zu machen, nämlich einfach in der Auflösung 3x3. Okay. Gut, was suche ich jetzt? Naja, ich suche jetzt natürlich nach wie vor ein μ, so dass diese Gleichung, die wir da oben hingeschrieben haben, nämlich das Integral über Li, μ von x dx gleich gi, erfüllt ist.
Naja, aber jetzt habe ich hier vorne ein Bild. Ja? Und was ist ein Bild? Na, ein Bild besteht aus einzelnen Bildpunkten. Und in jedem einzelnen Bildpunkt, nehmen wir mal an, es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, gibt es nur eine Helligkeit. Das heißt also, hier vorne in diesem Punkt hat dieses Bild meinetwegen den Wert μ0. In diesem Punkt hat das gesuchte Bild den Wert μ1 und hier hat das gesuchte Bild den Wert μ2, μ3, μ4, μ5, 6 und so weiter. Ich mache es mal hier noch ein bisschen. Hier steht also μ3, μ4, μ5, 6, μ7, μ8. Okay, also erstmal unser Bild ist jetzt charakterisiert durch diese neun Zahlen. Das heißt also, wir suchen jetzt nicht mehr eine Funktion, das wäre sehr kompliziert, sondern wir suchen einfach nur noch diese neun Zahlen. Wir suchen ein Bild, das meinen Körper tatsächlich repräsentiert. Das ist jetzt plötzlich was, was wir eventuell auf dem Rechner tatsächlich lösen können. Und diesen Übergang von wir suchen eine Funktion zu wir suchen ein Bild, also wir suchen einfach nur noch endlich viele Zahlen, dieser Schritt, den nennt man Diskretisierung. Das war der Schritt, den ich am Anfang der Vorlesung auf einer Folie mal tatsächlich als solchen bezeichnet habe. Ja, also durch diese Diskretisierung gehen wir vom analytischen mathematischen Problem auf ein Problem über, das wir eventuell tatsächlich auf dem Rechner lösen können. Und in diesem Fall haben wir das einfach gemacht. Die Aufgabe war am Anfang, suche eine zweidimensionale Funktion. Und wir haben das Ganze reduziert auf, wir suchen ein Bild und dieses Bild ist charakterisiert durch endlich viele Zahlen. Hier in meinem ganz einfachen Beispiel jetzt durch 9 Zahlen, im tatsächlichen Beispiel durch 1024 mal 1024 Zahlen, also gerade so ungefähr eine Größe nur 10 hoch 6 Zahlen. Okay, wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir suchen nach wie vor diese Zahlen μ0 bis μ8, sodass das Integral über diese Linie L gleich dem gemessenen Wert g ist. Ich zeichne diese Linie mal nochmal ein. Das ist genau dieselbe wie vorhin. So, das ist unsere Linie L. Und der gemessene Wert darauf, der war g. Okay, ich möchte nach wie vor, dass das Integral über L, diesmal über unser Bild, ja, und ich mache das mal so, Bild von x, dx gleich, ja, die erste Linie, das war das, wie wir vorhin angefangen haben. Okay, was ist denn jetzt dieses Integral über L Bild von x, dx? Na, wenn ich mir das Bild hier vorne anschaue, dann sehe ich, erstmal sind an diesem Integral, also wenn ich jetzt diese Linie verfolge, dann stellt man doch mal fest, hier vorne in diesem ersten Teil, da vorne in diesem Teil, da kann ich diese Linie ja, dann kann ich den Wert des Integrals ja tatsächlich ausrechnen. Ja, ups, jetzt ist es hier kleiner geworden. Ich muss doch ein bisschen besser aufpassen bei der ganzen Sache hier. So, also, wir wollen das Integral über die Linie ausrechnen. Und da sieht man schon, das ist nichts anderes als, wenn der Wert hier vorne in diesem Pixel konstant μ3 ist, dann ist der Wert des Integrals von hier, ups, da muss ich jetzt mal eine andere Farbe nehmen, von hier nach hier, kann ich sagen, das ist μ3 mal diese Länge, die wir da vorne stehen haben. Das heißt, der erste Anteil dieses Linienintegrals ist μ3, mal diese Länge L1, also diese Länge zwischen den beiden blauen Punkten, die ich da vorne stehen gehabt habe. Okay, dann wie geht dieses Integral weiter? In diesem Bereich von hier nach hier, also im zweiten Bereich, da ist die Funktion, das Bild, konstant μ4. Das heißt, wenn ich das Integral jetzt weiterverfolge über die Linie, dann kommt dazu noch ein Beispiel μ4 mal diese Länge da vorne, wenn man sie genau hinguckt, ist es genau dieselbe wie beim ersten Mal, aber trotzdem schreiben wir hier mal L2. Ja, also auf jeden Fall eine Länge, die ich auch ausrechnen kann. Ja, ich weiß, wo sich diese Linie befindet. Das heißt, die Länge da vorne, diesen Schnitt zwischen diesen beiden blauen Markierungen, den kann ich tatsächlich ausrechnen, auch wenn ich die Funktion nicht kenne. Und hier vorne an dieser Stelle, da der letzte Anteil von dieser Linie ist μ5.
mal ja, wieder die Länge zwischen den Bleibungen, mal L3 und was da rauskommen soll, ist gerade unser G. Okay, gut, jetzt können Sie natürlich mit Fug und Recht sagen, naja gut, das ist ja wunderbar, aber ich kenne ja blöderweise das alles überhaupt nicht. Ja? Das heißt also, ich kenne das μ3, μ4, μ5 überhaupt nicht, aber ich kenne zumindest mal diese rechte Seite G, das ist die Messung, ja? das hat unser Röntgenbild, unser CT-Gerät geliefert. Und ich kenne dies L1, L2 und L3. Das sind nämlich einfach die Längen, die Längen der Schnitte von dieser Linie mit unseren einzelnen Pixeln, mit unseren einzelnen kleinen Bildpunkten. Und naja, die kann ich ausrechnen. Ja, das kann ich sicherlich tun. Okay, wenn μ3, μ4, μ5 unbekannt sind, L1, L2, L3 bekannt und G auch, dann ist das, was wir da stehen haben, einfach eine lineare Gleichung. Na, hier ist es jetzt nur μ3, μ4, μ5, aber insgesamt würde es, wenn ich eine zufällige Gleichung nehme, dann wäre es in den Bildpunkten, also in den Helligkeitswerten μ0 bis μ8. Und ja, die Koeffizienten von den nicht auftretenden Bildpunkten wären dann hier einfach μ0. Okay, das heißt also, jede Linie, ja, ich kann uns natürlich nicht diese Linie nehmen. Ja, ich kann jetzt hier irgendeine andere Linie nehmen. Zum Beispiel angenommen, wir haben diese Linie auch gemessen. Was würden wir dann bekommen? Naja, wir würden genau dasselbe machen können wie vorhin. Wir könnten sagen, okay, das ist μ1 mal diese Länge plus μ2, plus μ4 mal diese Länge plus μ7 mal diese Länge ist wieder gleich dem Wert, den wir auf dieser Linie gemessen haben. Das heißt also, für jede gemessene Linie bekommen wir eine Gleichung in einem linearen Gleichungssystem. Also eine Gleichung pro gemessener Linie. Okay, das heißt, wir bekommen nicht eine lineare Gleichung, sondern wir bekommen ein lineares Gleichungssystem. Die Anzahl der Variablen naja, ist nichts anderes als die Anzahl der Bildpunkte. Ja, wenn wir ein 1024 mal 1024 Bild errechnen wollen, dann brauchen wir 1024 zum Quadrat Helligkeitswerte. Das heißt also, typisch wäre hier etwa 1060 zum Quadrat, und das ist so ungefähr 10 hoch 6, also ungefähr 1 Million Unbekannte. Okay, was ist mit der Anzahl der Gleichungen? Naja, die sollte zumindest mal in derselben Größenordnung liegen. Wenn Sie an die lineare Algebra denken, dann würden Sie jetzt vielleicht sagen, okay, es müssen genau 1024 zum Quadrat Gleichungen sein, sonst habe ich ja keine eindeutige Lösung. Tatsächlich können Sie das gar nicht garantieren. Typischerweise sind es deutlich mehr. Das heißt also, es sind etwa 2 bis 3 mal 10 hoch 6. Gleichungen, das sind nämlich die Anzahl 2 bis 3 mal 10 hoch 6 Gleichungen. Okay, da sehen wir jetzt schon wieder ein Problem, nämlich wir haben mehr Gleichungen als Unbekannte. Wenn Sie an Ihre lineare Algebra zurückdenken, dann werden Sie sofort feststellen, naja, das ist ein Gleichungssystem mit mehr Gleichungen als Unbekannte. Und solche Systeme besitzen im Allgemeinen keine Lösung. Und irgendwie müssen wir aber damit umgehen. Und das wird tatsächlich auch ein wesentlicher Teil dieser Vorlesung sein. Wie geht man mit Gleichungen um, bei denen entweder mehr Gleichungen als Unbekannte da sind
Und mit linearen Gleichungen, bei denen mehr Gleichungen als Unbekannte da sind oder auch bei denen mehr Unbekannte als Gleichungen da sind. Okay. Gut, aber vergessen wir das mal für einen Augenblick und nehmen wir mal an, wir haben genau gleich viele Gleichungen und Unbekannte. Und dann kann man sagen, gut, dann sind wir im Grunde jetzt fertig. Ja? Wir haben ein lineares Gleichungssystem. Die Lösung dieses Gleichungssystems liefert uns genau unser Bild. Und na, das heißt, wir haben mit relativ einfachen Mitteln dieses Computertomographie-Problem gelöst. Das heißt, noch mal ganz kurz zusammengefasst, wie sind wir vorgegangen? Zunächst mal haben wir diese Linienintegrale gemessen. Ja, wir haben eigentlich was anderes gemessen. Wir haben den Logarithmus gezogen und so weiter. Und was dann daraus kam, war, wir konnten das Integral über eine Schwächungsfunktion μ, die Grad der Schwächung in einer Ebene meines Körpers, in einer Fläche meines Körpers, in einer Schnittebene meines Körpers entspricht, ausrechnen. Wir haben diskretisiert. Das heißt also, wir haben diese Schwächungsfunktion eingeteilt in kleine Bereiche, in denen jeweils die Schwächung konstant sein sollte. Das ist so das, was man sich von einem Bild, von einem diskretisierten Bild vorstellt, ja, von einem Digitalbild im Grunde vorstellt, dass er aus kleinen Bildpunkten besteht, in denen dann eine feste Helligkeit, in die eine feste Helligkeit gegeben ist. Ja, und wir haben uns überlegt, was dieses Integral dann bedeutet für dieses Bild, für dieses diskretisierte Bild. Wir haben festgestellt, ja, jedes einzelne Integral liefert uns eine Gleichung. Und wenn wir ganz viele Messungen haben, also ganz viele Messungen von Integralen, dann können wir tatsächlich dieses Gleichungssystem aufstellen. Dann, wenn wir ausreichend viele haben, können wir dieses Gleichungssystem eindeutig lösen, das lineare Gleichungssystem, das wir bekommen, eindeutig lösen. Und wir haben unser Problem gelöst. Die Funktion, die, oder dieses Bild, was dann rauskommt, brauchen wir nur noch darzustellen, in genau der Form, in der es da oben steht. Und das macht man auch wirklich. Okay, was können wir lernen oder was stellen wir jetzt fest? Erstmal, die Anzahl der Variablen in einem linearen Gleichungssystem in der Realität ist typischerweise nicht, wie man es vielleicht aus der Schule kennt, so 3, 4, 5, sondern die typische Anzahl sind mindestens mehrere Millionen. Tatsächlich bin ich hier sogar noch sehr konservativ gegangen. Der Ansatz, den wir hier haben, ist ein relativ alter. In Wirklichkeit versucht man nicht einzelne Ebenen auf nicht nur einzelne Ebenen zu formen, also Bilder einzelner Ebenen zu generieren, sondern gleich auf ein dreidimensionales Bild zu generieren. Das heißt also, dann haben wir nicht 1024 mal 1024, sondern das Ganze machen wir auch noch gleichzeitig in 1024 Ebenen und dann haben wir plötzlich 1024 hoch 3 Gleichungen und das sind dann schon 10 hoch 9, also eine Milliarde Unbekannte und das sind einfach Größenordnungen, mit denen wir ganz problemlos umgehen können müssen und tatsächlich auch umgehen können, interessanterweise. Wenn Sie versuchen, Ihre Standardalgorithmen aus der linearen Algebra da drauf zu setzen, sind Sie hoffnungslos verloren. Das heißt, offensichtlich brauchen wir was Besseres. Es gibt offensichtlich schnelle Methoden, lineare Gleichungssysteme zu lösen, zumindest mal schnellere, als die, die Sie tatsächlich aus der linearen Algebra oder aus der Schule kennen. Okay, und dann haben wir hier ganz nebenbei auch noch so eine Beobachtung gemacht. Naja, die Anzahl der Gleichungen und die Anzahl der Variablen muss überhaupt nicht übereinstimmen. Ja, also in einem linearen Gleichungssystem, der Ingenieur macht noch 2 Messungen mehr und dann haben sie 2 Messungen mehr. Und dann kann es nicht ihre Idee sein, dass sie sagen, ja, die 2 Messungen schmeiße ich jetzt weg, weil ich sie nicht gebrauchen kann. Sie müssen irgendwas damit tun. Und das heißt, wir müssen uns genau überlegen, was kann man mit solchen zusätzlichen Messungen machen? Wie löst man über bestimmte Gleichungssysteme, die also mehr Gleichungen haben als unbekannt? Wie löst man unter bestimmte Gleichungssysteme, wo wir zu wenige Gleichungen haben, um eindeutige Lösungen garantieren zu können? Das sind alles Sachen, die wir uns im Verlauf der Vorlesung nochmal anschauen werden.